In der zweiten Nordliga Handball hatten die Männer des BHC in der Barleber Mittellandhalle die Mannschaft des SV 04 Rohrbeck zu Gast. In der Tabelle stehen die Rohrbecker auf Platz 8 und Barleben in der Spitzengruppe auf Platz 3. So sollte ein Heimsieg möglich sein. Die Zuschauer sahen, wie der BHC von Anfang an die Führung übernahm und Tor für Tor der Gästemannschaft davoneilte. Dabei machten Unsauberkeiten im Zuspiel und Stellungsfehler einen noch größeren Vorsprung zunichte. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit leistete sich der BHC eine Schwächephase, sodass die Rohrbecker die Tordifferenz etwas schönen konnten. Halbzeitstand 19:13. Nach der Pause zeigten sich die Barleber wieder gefestigt und zogen weiter unvermindert in ihrem Siegeswillen davon. Rohrbeck ließ sich aber trotz des hohen Rückstands nicht entmutigen und kämpfte um jeden Ball und um jede Chance. Trotzdem konnten sie dem schnellen Angriffsspiel der Barleber letztendlich nicht so viel entgegensetzen und unterlagen am Ende mit 38:29. War ein gutes Spiel, bin zufrieden, auch wenn es zum Schluss ein bisschen hektisch wurde. Aber wir wollten heute die 2 Punkte holen, die haben wir geholt oder wir haben sie im Haus gelassen und das ist wichtig. Somit können wir unsere Position oben in der Dreier-Kombination festigen und wir freuen uns auf die nächste Aufgabe in der nächsten Woche gegen Weferlingen im Auswärtsspiel. So, jetzt bin ich froh, wenn ich ein Bier kriege. Das Bier haben sich alle redlich verdient und wir freuen uns schon auf das nächste Heimspiel. Dann am 16. Dezember wird die zweite Mannschaft des Güsener HC in der Mittellandhalle erwartet.